Weißt du, ich wollte schon immer eine Superheldin sein. Das sah immer so cool aus. Diese Kämpfe gegen Roboter und Monster. Alle lieben Superhelden. Aber ich war ein ganz normales Kind. Bis zu dem Tag, an dem ich einen Job auf der wissenschaftlichen Nahrungsmittelmesse bekommen habe, am Stand für frittierte Butter. Denn es gab einen Unfall mit der Kernfusionsfritteuse. Meine DNA muss mit der Butter verschmolzen sein. Und endlich hatte ich Superkräfte. Aber wie sich gezeigt hat, waren sie doch nicht so super. Ich konnte lediglich schmelzen. Hunde haben mich gejagt. Die Leute hatten Angst vor mir und haben mich auch gejagt. Ich konnte nicht mal Auto fahren. Hey, darfst du denn überhaupt schon Auto fahren? Shh, meine Geschichte. Der Punkt ist, alles war ganz schrecklich. Aber das Schrecklichste war, ich konnte nicht gegen Roboter und Monster kämpfen. Ich war die schwächste Superheldin aller Zeiten. Doch dann sah ich deine Videos im Internet. Ich bin Buttercup und ich bin eine Superheldin. Ich kämpfe gegen Roboter. Ich kämpfe gegen Monster. Es ist toll, ich zu sein. Also beschloss ich, deinen Rat anzunehmen und meine Butterfusionskräfte für das Einzige einzusetzen, wozu sie gut sind. Nämlich du zu werden. Und jetzt als richtige Superheldin möchte ich nie wieder jemand anders sein. Du darfst nicht meinen Körper klauen. Das lasse ich nicht zu. Ach, wirklich? Jetzt ist alles in Butter. Wird Zeit, eine Superheldin zu sein. Oh Mann, ich werde so viele Roboter vermöbeln. Ah, ah ja! Du bist hier! Schaffst du! Da kommst du hier! Lauf rein! Sie macht sich stark! Halt euch, die Butter kommt raus! Und wie findet ihr es? Ziemlich irre, oder? Ich habe ein Monster und einen Roboter vermöbelt. Oh Mann, Superheldin zu sein ist abgefahren. Ja. Wir haben es gesehen, denn wir waren dabei. Aber egal, du hast noch Hausarbeit zu erledigen. Und du solltest die ganze Woche Essen machen und hast es nicht getan. Mach jetzt Abendessen! Ist schon gut. Ich mach Essen. Sollen wir vorsichtshalber eine Pizza bestellen? Nein, geben wir ihr eine Chance. Abendessen. Puh, Superheldinnen machen kein Abendessen. Oder erledigen Hausarbeiten. Ich will Monster und Roboter bekämpfen. Die haben mir gar nichts zu sagen. Ich warte schon mein ganzes Leben darauf, Superheldin zu sein. Das lasse ich mir von denen nicht verderben. Nein! Das lasse ich nicht zu! Ich rieche Butter. Hallo, Butterfinger. Du? Aber wie? Du bist doch in den Gully geflossen. Das stimmt. Aber alle Gullis führen in Richtung Meer, Butterfinger. Ja, ganz richtig. Und ich bin einfach in die andere Richtung gegangen. Na dann, schicke ich dich eben wieder in die Kanalisation zurück. Wow, klasse Move.